Die Brodersonstraße geht durchs englisch Schalkinger Wohngebiet. Sie ist ausgesprochen schmal, an einigen Stellen nur 5,50 Meter breit. Es gibt nur einen Gehweg auf einer Seite und keinen Radweg. Die Brodersonstraße kreuzt den S-Bahnhof englisch Schalkingen. Da sagt man, da seien die Bahnschranken häufiger geschlossen als geöffnet. Im näheren Umfeld der Brodersonstraße gibt es mehrere Schulen, einen Kindergarten. Das heißt, die Brodersonstraße ist Schulweg. Da gibt es eine Baustoffunion. Da fahren LKWs an und ab 40 Tonner, ziemlich lang, ziemlich breit. Da wird es richtig eng. Ich würde das so beschreiben, wenn die S-Bahn ankommt und die Türen aufmacht und es kommen Menschenmassen und darunter viele Schüler aus der S-Bahn raus, die dann die Schule östlich des S-Bahnhofs ansteuern, dann sind einfach schon mal viele unterwegs, mehr Personen als der Gehweg aufnehmen kann. Die weichen zum Teil automatisch auf die Fahrbahn aus, da wird's gefährlich. Zugleich gibt es viele Familien, die ihre Kinder dann von der Ostseite des von dem Wohngebiet auf der Ostseite der Bahn zu den Schulen und Kindergärten auf der Westseite begleiten. Die müssen über den schmalen Gehweg Richtung Barlowstraße. Dort besteht eine abknickende Vorfahrtsregelung. Und dieser Kreuzungsbereich ist noch nicht einmal rechtwinklig, sondern da gibt es einen Spitzenwinkel dieses Vorfahrtsstreckenverlaufs, was regelmäßig dazu führt, dass Fahrzeuge den Bereich der Gegenfahrbahn mit benutzen müssen beim Abbiegen. Insbesondere LKWs müssen das sowieso und die benutzen nicht nur die Gegenfahrbahn, die müssen zum Teil auch den Gehweg mit benutzen. Das wird teilweise verhindert durch rote Pfosten. Da sind vier rote Pfosten angebracht. Wir vermuten, das sind die am häufigsten umgefahrenen roten Pfosten in München. Sie wurden zwischenzeitlich verstärkt durch einen dorthin geschobenen Stein, der auch regelmäßig woanders liegt, als er liegen soll. Man sieht die Spuren dort an der Fahrbahn regelmäßig und ich glaube, Unfallsituationen gibt es dort nahezu wöchentlich. Also wir haben halt ja die S-Bahn und da ist sehr viel Fußgängerverkehr. Weil viele sagen sich, hier können sie gar nicht mehr mit dem Auto fahren. Sie gehen lieber zur S-Bahn, was ja auch gut ist. Aber darum entsteht hier morgens halt sehr viel Fußgängerverkehr, auch viel Radverkehr. Es sind halt manchmal sehr kritische Situationen. Ja, geplant sind hier an der Barlowstraße, angrenzend an die Brodersenstraße, ein Bauvorhaben mit 150 Wohnungen und zusätzlich 1400 Quadratmeter Gewerbeflächen. Es sollen Arztpraxen entstehen, möglicherweise auch Büroräume. Es sollen keine Oberflächenstellplätze entstehen. Das heißt, man stellt sich vor, eine Patientin, die mit dem Taxi zum Arzt fährt, müsste mit dem Taxi in die Tiefgarage fahren, um dort auszusteigen. Das ist nicht lebensnah, das ist geradezu lebensfremd. Taxi wird natürlich auf der Straße stehen bleiben, die Situation weiter verschärfen. Die Straße soll verbreitert werden auf der gesamten Strecke, wo das möglich ist. Das ist aber nicht möglich genau im Kreuzungsbereich, denn dort ist die Fahrbahnbreite durch Immobilien begrenzt. Das nimmt man in Kauf. Trotz der bereits prognostizierten 700 zusätzlichen Fahrzeugbewegungen nur durch dieses Bauvorhaben, auch dann an dem Nadelöhr Brodersen-Ecke Barlowstraße, das ist gefährlich. Dann haben wir die Tiefgaragenausfahrt zur Brodersenstraße hin. Fahrzeuge, die dort ausfahren müssen, wieder den beschriebenen Schulweg kreuzen. Das macht die Sache wiederum gefährlich. Ich bin dort selber täglich unterwegs auf dieser Straße. Das ist bereits häufig eine prekäre Situation. Ich lasse meine Kinder da nicht alleine unterwegs sein. Das ist einfach zu gefährlich und es wäre schade, wenn dort erst was passieren müsste, bevor reagiert wird und dann umgebaut wird, weil dann erst die Gefahren erkannt werden. Also die Bürgerinitiative Engel-Schalkings Neue Entwicklung, kurz BINE, die sich anlässlich dieses Bauvorhabens gegründet hat, anlässlich der hier zum Himmel schreienden Unvernunft in Verbindung mit diesem Bauvorhaben gegründet hat, fordert nicht, dass die Wohnungen nicht gebaut werden. Wir gehen mit. 150 Wohnungen braucht die Stadt München, sollen hier gebaut werden, ist eine gute Sache. Aber in vernünftiger Weise. Wenn allein die Gewerbeflächen entfallen würden, in diesem Objekt, dann könnte der städtebauliche Akzent entfallen, es könnte das fünfte Terrassengeschoss entfallen, es könnte das ganze Bauvorhaben so umgeplant werden, dass es sich besser in die Umgebung einfügt und es würde dann der Teil des zusätzlichen Verkehrs entfallen, der durch den gewerblichen Verkehr entstehen würde und das würde dann die zusätzliche Gefährdung so weit reduzieren, dass wir es als verhältnismäßig einstufen würden.